Hallo, herzlich willkommen zum KMK-Magazin auf Baden TV. Heute mit einer Sonderausgabe zur Tierisch Gut, der Haustiermesse Karlsruhe. Tierisch Gut geht's hier heute auch bei unserer großen Pressekonferenz zu. An meiner Seite ist Josh, ein Englisch-Setter, einer der Stars, der Tierisch Gut vom 9. bis zum 10. November auf dem Gelände der Messe Karlsruhe. 37.000 Besucher lockte die Haustiermesse Tierisch Gut bei ihrer Premiere im vergangenen Jahr in die Karlsruher Messehallen. Grund genug für die Karlsruher Messe und Kongress GmbH, die Messe in diesem Jahr in eine neue Runde starten zu lassen. Die Tierisch Gut wird sich über das komplette Messegelände erstrecken. Alle vier Hallen sind belegt. In den vorderen beiden Hallen finden Sie im Wesentlichen die Produktangebote. Über 250 Aussteller präsentieren sich dort mit dem Thema Zubehör, Nahrung und Gesundheit für unsere Tiere. Und in den hinteren beiden Hallen finden Sie dann die Rassehundepräsentation, wo über 5000 Hunde schon vorangemeldet sind. Hund, Katze und Fisch hatten bereits im letzten Jahr ihren eigenen Bereich. Dieses Jahr dürfen sich auch Kleintiere und Nager in ihrem eigenen Terrain ausbreiten. Zwei Hallen stehen dem Kernstück der Veranstaltung zur Verfügung, der 69. Internationalen Rassehundeausstellung IRAS und der 2. Nationalen Rassehundeausstellung Karlsruhe, die vom Landesverband Baden-Württemberg für Hundewesen veranstaltet wird. Das Hundeprogramm ist auf der IRAS wieder sehr, sehr vielfältig. Im Prinzip versuchen wir alles zu bieten, um zu zeigen, was der Hund in unserer Gesellschaft kann, was er tut, was ich mit meinem Hund tun kann und so weiter. Das ist das breite Spektrum des Rahmenprogramms. Wie immer sehr reichhaltig. Von morgens um 9 bis nachmittags um 15 Uhr, dann fangen die Wettbewerbe an, die Siegerwettbewerbe. Für die Hundeausstellung sind über 5.500 Hunde angemeldet. Diese präsentieren 251 Rassen und Varietäten. Darunter zeigen sich auch sehr seltene Exemplare. Auch Hundebesitzerin Friedel Gessler wird ihre Vierbeiner auf der Tierisch Gut präsentieren. Wir waren letztes Jahr schon da, da haben wir eben eine Hündin vorgeführt. Die hat da an der Zuchtschau teilgenommen und es hat uns eigentlich alles sehr angesprochen, was da so auf der Messe abgeht. Und dann hat uns die Vorsitzende vom Tegel-Club dieses Jahr gebeten, doch auch mit den Hunden zu kommen, um sie als Rassestandard vorzuführen. Großen Andrang gibt es bei den Labradoren. Für den Messesamstag sind 111 und für den Sonntag 108 Hunde gemeldet. Während diese sich in Halle 2 und 3 präsentieren, steht Halle 1 komplett für die Produktausstellung zur Verfügung. Hundehalter und die, die es noch werden wollen, können sich hier informieren, was für ihren Vierbeiner das Beste ist. Wir empfehlen grundsätzlich, man sollte sich über alles informieren, lange informieren, sich ganz genau Gedanken machen, welcher Hund passt zu mir. Das ist übrigens auch ein Wettbewerb, den es dort gibt, welche Rasse passt zu mir. Denn von diesen etwa 251 Rassen und Varietäten, die da angeboten sind, ist für jeden was dabei eigentlich. Aber bestimmte Dinge braucht jeder Hund und wenn ich das nicht bieten kann, dann darf ich mir keinen Hund kaufen oder ich muss den kaufen mit dem Knopf im Ohr. Ich finde wichtig die Messe für viele, die sich informieren möchten, weil man hat ja sonst keine Gelegenheit herauszufinden, welcher Hund zu einem passt und welchem man auch die beste Unterbringungsmöglichkeit geben kann. Mein Hund muss auch artgerecht gehalten werden können und ich denke, auf der Messe kann man sich die besten Eindrücke holen. Auch Katzenliebhaber kommen auf der Tierisch Gut nicht zu kurz. In der DM-Arena stehen die Katzen bei der Edelkatzenschau des 1. Deutschen Edelkatzenzüchterverbandes im Mittelpunkt. Dabei werden pro Tag über 200 Katzen aller Rassen erwartet. Angefangen über Maine Coon, über Perserkatzen, über norwegische Waldkatzen, Kurzhaarkatzen. Dann haben wir am ersten Tag hier bei den Kurzhaarkatzen eine Sondershow für die British Kurzhaar. Da sind alle Farbvarianten der British Kurzhaar vertreten. Und am zweiten Tag haben wir ein sogenanntes Sweet Chocolate. Alle Chocolate-Farben, die gibt es also bei den Katzen auch. Ob es jetzt bei den Siamesen ist, Chocolate Point
ob es bei den Birma ist, Chocolate Point, oder aber auch bei den Orientalen, die sind komplett dann so schokoladenfarbig. In der DM-Arena finden sich auch viele Aussteller, die sich den speziellen Bedürfnissen der Hauskatzen annehmen. Dietmar Sagurski sieht die Messe als Möglichkeit für alle Tierliebhaber, ihr Wissen rund um das Haustier auf den neuesten Stand zu bringen. Was hat sich vielleicht im Gesundheitssektor, was hat sich im Zubehörsektor getan? Wie bereite ich meine Katzen also auch zu Hause vor? Pflege, Fellwechsel, was jetzt gerade zu dieser Jahreszeit ansteht, die Tiere haaren ab. Wie pflege ich sie da am besten? Welche zusätzlichen Vitaminpräparate gebe ich ihnen, den Fellwechsel und dann den Organismus für den Winter zu stabilisieren und auch vorzubereiten? Viele Kinder wünschen sich ein Haustier, ob das eine Katze, ein Hund oder ein Meerschweinchen ist. Doch mit dem Kauf eines Tieres allein ist es nicht getan. Das Tier sollte artgerecht gehalten werden und auch zu seinem Besitzer passen. Und genau darüber können sich auch Katzenliebhaber auf der Tierisch Gut informieren. Information wirklich, um ein viel gefächertes Programm zu sehen, eine große Anzahl an verschiedenen Katzenrassen, um sich da überhaupt einmal vor Augen zu führen. Wie groß ist eine Maine Coon? Das ist also die größte anerkannte Rassekatze, die wiegt teilweise 12 Kilo. Und 12 Kilo auch für sie, sage ich mal, zu handeln, ist nicht ganz einfach. Und die zum Tierarzt zu bringen mit einem Transportkäfig sind dann locker mal 15, 16 Kilo. Das ist also schon ein bisschen Arbeit. Dann gibt es natürlich auch Katzen, die wiegen nur 3 Kilo. Und vom Temperament her sind sie ein Mensch, der es beschaulich mag, der dann also auch auf die Streicheleinheiten Wert legt, der die Katzen dann auf dem Schoß haben möchte. Oder möchten sie mit der Katze spielen? Da sind die unterschiedlichen Rassen ja vielfältig und sehr unterschiedlich. Da kann man sich wirklich informieren. Neben den Tieren finden Besucher alles, was sie zur richtigen Pflege und zur artgerechten Haltung benötigen. Angefangen bei Käfigen und deren Ausstattung über Hundehütten im Bauhausstil oder gar als Nachbau des Eigenheims bis hin zu Kratzbäumen, Futter und Accessoires. Außerdem erwartet die Besucher am Messesamstag noch ein ganz besonderes Highlight. Ich freue mich persönlich über den Besuch von Prinzessin Maya von Hohenzollern, die ihre Accessoire-Kollektion für Hunde und Katzen vorstellen wird. Und ich freue mich auch, dass sie bereit ist, den Umsatz, den sie dort erzielt, auch in Teilen an den guten Zweck, an Tiere in Not zu spenden. Das ist ein Vorhaben von Frau Prinzessin Maya von Hohenzollern, das wir gerne unterstützt haben. Bei den Katzen in der DM-Arena finden Besucher auch alles rund um Nager, Kleintiere und Fische. Neben Aquarien, Terrarien und Zubehör gibt es dort auch eine Fischbörse. Ein weiteres Highlight wird die Preisverleihung des Aquascaping-Wettbewerbs. Knapp 100 Teilnehmer aus zahlreichen europäischen Ländern werden prämiert und bei einem Hardscape-Contest richten die 10 besten Aquascaper Deutschlands vor Ort Aquarien mit Kies, Erde und Gestein ein. Auf der Tierisch Gut können sich aber nicht nur Aquaristik-Fans den ein oder anderen Tipp holen. Sicherlich ist die Messe jetzt, die Tierisch Gut, am 9. und 10. November ein echtes Must für Tierfans und für den wahren Haustierbesitzer, der sich informieren möchte, der das Gute für sein Tier möchte, aber auch für denjenigen, der vielleicht noch kein Tier besitzt und sich dort Expertenrat und Beratung sucht, für welches Haustier er sich zukünftig entscheiden wird. 37.000 Besucher fanden im letzten Jahr den Weg in die Karlsruher Messehallen, informierten sich rund um das Thema Tierhaltung, Fütterung und Pflege. In diesem Jahr rechnet man mit noch mehr Andrang. Wir erwarten noch ein höheres Besucherinteresse aufgrund der gestiegenen Popularität der Messe und auch aufgrund des Ausbaus noch über die Tierrassen und Sorten hinweg. Und insofern glauben wir, dass wir die 37.000 in diesem Jahr noch toppen werden. Besucher haben am 9. und 10. November die Gelegenheit, die Haustiermesse Tierisch Gut in den Karlsruher Messehallen zu besuchen. Das war's vom KMK-Magazin von der Sonderausgabe zur Tierisch Gut der Haustiermesse Karlsruhe. Ich danke Josh, unserem English Setter. Wir treffen uns wieder dann auf dem Messegelände bei der Tierisch Gut, 9. bis 10. November. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.